So, willkommen zurück bei der Abenteuerreise in Minecraft, wo wir hier gerade mitten irgendwo im Nirgendwo uns befinden in irgendeinem großen, dichten Fichtendickicht, wo die Fichten nickten tüchtig. Ja, irgendwo geht's hier los. Hier sind erstmal Schafe. Die freuen sich ihres Lebens in dem Fichtenwald. Ja, warum auch nicht? Und ich laufe hier einfach mal straight drauf los. Gut, dass ich hier so ein bisschen die Berge um mich rum habe. Hier sind auch Waldkühe, gar kein Problem. Die spawnen hier gerade alle so unwillkürlich. Ne, gut, dass ich die Berge so ein bisschen als Orientierung habe. Da kann ich hier ruhig ein bisschen rumkantappern und verlaufe mich jetzt nicht instant irgendwo. Das ist also schon ganz in Ordnung. In jedem anderen Wald würde ich hier wahrscheinlich einen Teufel tun, mich irgendwo hier durchzuschlagen. Aber ich würde ja ganz gerne mal irgendwo jetzt entweder einen kleineren Gipfel haben oder eine Lichtung. Oder beides, wo ich erstmal wenigstens um mich rumgucken kann. Was ist denn hier noch los? So, weil da drüben, das sieht ja hier zumindest schon mal ganz gut aus, da haben wir schon wieder die nächste megamäßige Bergwand vor uns. Da unten ist auch eine Tropfsteinhöhle schon wieder drin, wie ich sehen kann. Da oben, was ist das denn? Achso, das ist, das ist ja so ein Portal. So ein angedeutetes Verlassenes, ne? Da drüben ist diese Mega-Wand mit Wasserfall, was natürlich schon sehr geil aussieht, ne? Das sind halt schon auch so Linien. Fast natürlich hier runter, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht darüber. Oder war das der, wo wir schon mal waren? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ist ein bisschen zu weit weg. Da oben war nämlich auch sowas. Da drüben qualmt es. Da ist also... Ist das jetzt hinter dem Berg? Das ist also ein NPC-Dorf auf jeden Fall, wenn es qualmt da. Zieht es mich jetzt lieber dahin oder darüber zu dem Portal? Ich, wie gesagt, bin ja hier gerade der Christoph Kolumbus schlechthin. Weil mich hier alles interessiert, ich alles entdecken will. Ja. Also da ist schon auf jeden Fall mal was los. Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal hier hoch, weil ich gucken will. Ja, wie gesagt, mit unserer niedrigen Sichtweite gerade wahrscheinlich nicht so optimal. Das ist wahrscheinlich das Dorf, was da dahinter liegt. Man sieht jetzt nur die Rauchschwaden, das Dorf selber nicht. Wie gesagt, die Junkrate will ich jetzt nicht nach oben ballern, weil es mir da wahrscheinlich das Spiel zerruppt. Hier runter sollte ich auch nicht gehen. Es würde, obwohl, ja, es sieht erstmal steiler aus, als es ist. Es wird das NPC-Dorf sein, gehe ich stark davon aus, weil über den Berg sind wir damals, glaube ich, gekommen. Also doch eher darüber Richtung. Ja, gut. Da ist auch Kürbis. Den würde ich natürlich sparsichtshalber mitnehmen. Das geht hier schon. Also man muss natürlich vorsichtig sein. Es geht, aber es geht hier schon runter. Na, zwar jetzt nicht auf dem optimalsten Wege, aber es geht. Naja. Ja, gut. Bisschen Damage können wir ruhig mal einstecken. Hauptsache, wir kommen hier nicht um. Das sollte passen. Da sind wir erstmal hier unten. Jetzt muss ich mich nur mal, da drüben ist der Berg. Unterwegs wollte ich jetzt den Kürbis ganz gerne schon mal haben, wenn wir den... Letztens haben wir ja auch im NPC-Dorf welchen gefunden, habe ich damals nicht so mitgenommen, weil gut, da hatte ich auch die Augen für andere Dinge, die mir wichtiger erschienen. Ja, aber gut, ne, wenn wir den haben, weiß gar nicht, mit der Hand am besten, da spare ich mir das Werkzeug. Wupp. Jupp, tapp, tapp. So, nehmen wir doch mit, ist ja nicht so. Noch können wir ja. Und wenn wir später irgendwo jetzt feststellen, oh, jetzt finden wir doch noch megamäßig viel krassen Loot oder Erz oder keine Ahnung was. Geh doch mal weg hier, du Penner. Dann können wir immer noch irgendwas rausschmeißen. Hier zum Beispiel die Süßbären habe ich jetzt auch erstmal nur mitgenommen, damit ich da nicht drin hängen bleibe, weil die reißen ja auch immer relativ große Löcher in die Haut. Das tut ein bisschen ouchi. Und deswegen, nö. Jetzt gesagt, nehme ich die einfach mal mit, bevor ich da reinrenne. Ja, was haben wir denn hier? Aha, na klar. Ja, muss eben auch in so einem Wald mal vorsichtig sein. Einfach nicht drauf losrennen. Oder einfach drauf losrennen ist da nicht. Man kann auch hier mal schnell eben in irgendein Loch reinstolpern. Gut, da war Wasser drin. Rauskommen ist dann trotzdem erstmal ein bisschen bescheiden. Aber kann natürlich auch hier in so einem kleineren Waldstück durchaus mal ganz eben schnell in irgendeine Schlucht reinklatschen, die jetzt nicht so... klein ist. Und dann war es das nämlich.
Dann haben wir erstmal wieder unser Erfahrungslevel weggehauen. Unseren Loot, den wir jetzt dabei haben, gut, der ist jetzt nicht weltbewegend. Da könnte ich dann auch drauf verzichten, würde jetzt die Stelle nicht unbedingt wieder suchen müssen, wenn hier keine Highlights im Inventar sich befinden. Dann machen wir mal so her, wenn das unter den Bäumen drunter ist. Ach komm. So, haben wir jetzt alles? Ja, ums Erfahrungslevel ist es grundsätzlich immer schade, wenn wir sterben. Zumal wir jetzt bei 56 ist jetzt nicht so extrem. Weil wir ja auch das letzte Mal viel gezaubert haben. Aber wir hatten ja durchaus auch schon Erfahrungslevel so um die 100 oder über 100, glaube ich sogar. Und sind dann verreckt. Das ist natürlich dann immer sehr, 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 sehr zum in den Hintern beißen. Aber außerordentlich. Ja, was ist denn da hinten? Wieder ein Wölfchen. Na, wie süß. So, hier so ein kleines Tal auch. Es hat schon irgendwie auch was, ne? Ich finde das sehr schön hier. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo mein Quartier aufschlagen würde, wollen würde. Da oben ist also das Portal. Ja, gucken, wie wir da hochkommen. Aber es ist trotzdem sehr schön hier. Und das ist nämlich, naja gut, ist auch wieder Wasser, aber ja, so eine Sachen sind halt dann ab und zu mal so eine Stolperfallen da hinten. Da ist gerade ein Schaf verstorben. Wahrscheinlich wurde es vom Wolf angegriffen, den wir jetzt gar nicht gesehen haben. Ja, also jetzt trotzdem die Mission da hoch. Weil dieses Portal bietet ja zumeist oder immer eine Kiste mit Loot. Und den holen wir uns. Wenn es ja auch ein bisschen noch am Stüsseln ist, wie gesagt, das Spiel kommt hier nicht hinterher mit den ganzen Laden von den ganzen Biomen. Mal sehen, ob das überhaupt jetzt hier so einfach ist. Hier ist auf jeden Fall mal, ja, auf jeden Fall mal was los. Ja, na, geil. Auch wieder so Tropfsteinhöhlenmäßig alles dabei. Ja, was ist denn das dahinter? Ach, das gehört auch noch zu Tropfsteinhöhlen, oder? Ist das ein Haus? Nö, glaube ich nicht. Ja, wie kommen wir denn jetzt da hoch, wa? Das ist jetzt die Frage, weil das eben auch hier wieder so ein überhängender Berg ist. Da ist nicht mal eben einfach so hochgelaufen wie gerade da drüben. Ah, müssen wir uns mal was einfallen lassen. Aber vielleicht geht das auch hier auf der Seite irgendwie so ein bisschen. Naja, ich sehe es noch nicht ganz, aber ich habe auch... Ja, gut, 18 mal Erde dabei, besser als nix. Das wird so auch nix hier, da muss ich mal... Je höher wir kommen, umso besser. Den Rest können wir dann immer noch mit Erde ein wenig ergänzen. Runterkommen ist dann meistens sogar schwieriger als hoch. Das ist ja auch in RL so, wenn man irgendwelche Berge erklimmt. Man muss auch wieder runterkommen. Die sind auch sehr schön. Die würde ich mir mal mitnehmen, weil die gibt es gar nicht so häufig, ehrlicherweise. Kommen wir hier mal rüber. Das ist jetzt nämlich wieder die Nummer. Jetzt kommen wir nämlich von oben hier an diese Schlucht dran. Wir hier auch ein bisschen vorsehen, hier da nicht reinzuknallen. Oh ja, das wäre schon... Eieieiei. Gut, da haben wir auch Eisen, Kupfer, Kohle. Sei es mal drum. Das da oben wäre jetzt für mich erstmal interessanter. Na, schauen wir mal. Wir kriegen das schon hin, wa? Höp. Na, klar. Mit ein bisschen Anlauf geht das vielleicht auch. Höp. So. Höp. Höp. Ah, krass, ey. Mach's jetzt mal so hier, komm. So, da müssten wir ja beinahe oben sein, ne? Ja, da ist es ja schon. Guck mal einer. Wachsen sogar die Blumen hier auf dem Netherrack. Da ist auch schon unsere Kiste. So, ach naja, gut. Obsidian, Goldhelm mit Wasseraffinität, aha. Haltbarkeit 1 Goldstiefel, Obsidian, Eisenklumpen und eine schusssichere Gold. Ja, Gold ist jetzt eben auch immer nicht so, ne? Aber hey, wir haben zumindest ein wenig Loot. Der tut uns gut. So, dann würde ich mal jetzt hier noch diese Pfeilchen einsammeln, oder was das, wie heißen die? Kornblumen. Oh, na du! Kornnickel. Ja. Also die Kornblumen würde ich mal einsammeln. Theoretisch, da wir jetzt noch nicht so auf so große andere Sachen, kann ich ja ruhig auch noch ein paar hier, was ist denn das, Porzellansternchen mitnehmen oder was weiß ich.
Das schadet uns nicht, das tut uns jetzt nicht weh. Wir können es ja mal pflücken. Die haben wir bei uns zu Hause eher nicht so wachsen. Das sind ja auch alles Blumen, die dann erst später mit den neuen Versionen und Generationen hier so kamen. Hier drüben haben wir recht viel Kornblumen, sehe ich gerade. Aber wie gesagt, wir können ja erstmal pflücken und wenn es uns wirklich dann irgendwas noch hier vor die Nase haut und wir irgendwas ganz, ganz Dolles entdecken und brauchen, dann können wir immer noch weghauen. Das tut uns jetzt nicht weh, das braucht jetzt hier keine Tools, das braucht nicht viel Zeit. Wir pflügen einfach mal hier durch, pflücken ein paar Blümchen, von jedem vielleicht ein 64er. Kann nicht schaden, dadurch, dass hier alles voll steht. Weiß gar nicht, hier haben wir jetzt 28 von den anderen. 24, so Pi mal Daumen. Können wir da ruhig mal durchschnetzeln. Steht ja wie gesagt alles voll, tut nicht weh, tut niemandem weh. Aber die kann man ja dann dekorativ auch mal bei uns irgendwo ein bisschen noch hier und da mit integrieren in unsere Farm. Ups. Wäre, glaube ich, ganz cool. Weil ein paar hatten wir ja letztens hier bei unserem großen Teich dann noch mit angelegt, wo wir den Park so ein bisschen gebaut hatten. Auch hier ein kleines Häschen. Wie süß bist du denn? Lustige Gesellen hier. So, 51, ja. Ist hier irgendwas? Nö. Hier ist was los hier. Eine ganze Haserei hier. Eine ganze Sippe. So, warte mal. 59, 60, 61, 62. 63, 64 und von den anderen haben wir 51, da geht noch was. So, wie gesagt, dass wir von beiden 59, dass wir von beiden 64er Stack voll haben. 60, 61, 62, 62 und 64. So, ne? Klassiker. Gut. So, da gucken wir mal wieder über den Tellerrand hier. Ah, hier oben ist ja, alter Schwede, guck mal einer an. Oh, hier ist ja alles blau. Aber schön, dass Alter auch aussieht, ne? Richtig, richtig nice. Cool, also wenn ich mal solche Blumen brauche. Drüben ist wiederum der ganze Hügel voll mit Gelben. Das ist schon mega. Also richtig krass hier mit diesen, sind ja schon fast Tafelberge, würde ich sagen. Das ist schon richtig groß. Also richtig Tafelberg-Biom, das hängt ja dann auch mit roten Sandsteinen und so zusammen. Hier sind zum Beispiel Bienen. Jetzt habe ich allerdings keine Behutsamkeit-Axt mit, also lassen wir die mal in Frieden. Lassen wir die mal Bienen sein. Ah, hier ist ordentlich. Also hier ist alles voll mit diesen Porzellansternchen und Kornblumen. Zwischendurch noch ein paar Schöpse. So, da laufen wir mal vor bis auf die andere Seite von der Klippe. Zumindest glaube ich, dass es eine Klippe ist. Es sind ja alles so diese Plateauberge. Was haben wir denn hier? Oh ja, gut. Ein paar Spalten zum Verwalten, aber da muss ich jetzt nicht unbedingt rein. So, und dann sind wir jetzt hier. Da hinten dampft. Das wird, wie gesagt, das NPC-Dorf sein. Hier ist nur Wald, 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 Wald. Keine besonderen Highlights, glaube ich. Von daher würde ich mich mal so ein bisschen hier rüber sneaken und dann mal gucken, ob ich denn nicht... Ja, nochmal Richtung NPC-Dorf gehen kann erstmal, weil da waren vielleicht auch noch zwei, drei Sachen, die mich interessiert hätten. Aber erstmal hier irgendwie halbwegs sicher wieder runterkommen. Das sagte ich nämlich vorhin, das ist wieder das Thema. Aber müssten wir hinkriegen. Wenn jetzt hier nicht gerade eine komplette Schlucht irgendwo ist, dann sollten wir das, glaube ich, schaffen hier. Ist ja alles noch so ein bisschen hier natürliche Treppe da, das ist easy. Besser kann es doch gar nicht laufen. So. Gut. Dann ziehen wir erstmal rüber zu dem anderen Berg wieder. Wie gesagt, könnte natürlich jetzt auch weiter, 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 weiter. Aber ich will eher mal so wieder in die Richtung, wo wir hergekommen sind. Bestenfalls. Ins Wasser jetzt nicht unbedingt, weil rauskommen ist auch wieder so eine Sache. Da ist ein Fuchs auf jeden Fall am Start. Die jagen hier gerade die Hasen. Naja gut, dann... So, ich habe Süßbären dabei, da könnte ich die jetzt hier, aber erst in der nächsten Folge. Macht's gut!